Professor Dieter Borchmeier, ein großer Germanist, hat ein dickes, tausendseitiges Werk verfasst mit der in Deutschland so beliebten Frage: Was ist Deutsch? Und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Was ist Deutsch, ist ja schon selbst typisch deutsch, diese manische Beschäftigung mit dieser Frage. Warum sind die Deutschen so manisch dieser Frage hinterher? Ja, die Antwort ist ganz einfach, dass anders als die großen Nationen Europas wie England, Spanien, Frankreich, die Deutschen so lange gebraucht haben, um überhaupt eine Nation im politischen Sinne zu werden. Im politischen Sinn. Im politischen Sinn. Das heißt, wenn ich sage, was ist Deutsch, ist das keine politische Aussage? Nein. Es gibt ja eine Fülle von Essays und Anthologien mit dieser Frage als Titel. Und läuft immer darauf hinaus, seit Richard Wagner, der meines Wissens den ersten einschlägigen Essay mit diesem Titel geschrieben hat, wird immer wieder betont, dass das Deutsche nicht mit dem Politischen zusammenfällt. Es fehlt also der gemeinsame Erfahrungs- und Schicksalsraum. Man kann sich nicht identifizieren mit einem Land. Und deswegen suchen die Deutschen immer nach einem Wesen, also nach etwas, was gar nicht materiell vorhanden ist. Ja, also wenn ich Sie da mit einem Zitat bestätigen darf, nicht? Das berühmte Xenion von Goethe und Schiller, Deutschland, wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden. Wo das Gelehrte beginnt, hört das Politische auf. Das ist eben diese Differenz zwischen dem Gelehrten oder wir würden heute sagen Intellektuellen oder Ästhetischen Deutschland und dem politischen. Da war immer eine Differenz. Schiller, Goethe, ich habe es mir aufgeschrieben. Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es Deutsche vergebens. Aber dann kommt der zweite Satz, der ist noch viel interessanter. Ja. Bildet, ihr könnt es dafür freier zu Menschen euch aus. Ja. Das heißt, wenn der Deutsche versucht, seine Identität zu finden, dann denkt er nicht an Deutschland, sondern dann denkt er an etwas Größeres. Ja. An die ganze Menschheit. Ja. Zumindest an Europa. Und das ist tatsächlich bezeichnend. Dieses Zitat, das Sie jetzt gebracht haben, steht in unmittelbarer Nachbarschaft von dem anderen, das ich gebracht habe. Und das bedeutet, also da ist natürlich schon der moderne politische Nationenbegriff vorausgesetzt. Und der Nationenbegriff hat ja eine lange Geschichte. Es bedeutet, ist ursprünglich eigentlich identisch mit Zunge, das heißt Sprache. Aber Schiller und Goethe setzen schon den modernen politischen Begriff voraus. Und das heißt, die Deutschen werden, so glaubten sie zu dieser Zeit und mussten sie glauben, sie werden keine Nation werden im politischen Sinne. Aber das ist eben, Sie haben es ja sehr schön betont, freier, Sie haben das extra akzentuiert, Freiheit und Allgemeinmenschlichkeit. Nicht? Aber das ist doch das Tragische an der deutschen Geschichte. Ja, ja. Die Franzosen, französische Revolution, die Engländer, parlamentarische Demokratie. Die Deutschen, endlich werden sie Nationalstaat 1871, aber unter dem Dach eines Militärstaats. Ja, ja. Und dann sind sie 80 Jahre Nationalstaat und in der Zeit fallen zwei Weltkriege, fällt die größte Katastrophe, fällt Hitler, fällt Holocaust. Ja, ja. Der Abgrund ist verbunden mit dem Nationalstaat. Ja. Und das merkt man natürlich heute noch. Deswegen hat man jahrzehntelang in der Bonner Republik nicht über die Nation reden wollen und in der DDR nicht. Ja, und das ist aber natürlich ein großer Fehler gewesen. Aber der Einzige, der das wirklich, diesen Fehler wirklich brandmarken konnte, das war ein jüdischer Emigrant, dessen Eltern von den Nazis umgebracht worden sind, nämlich Norbert Elias, der vor der Wiedervereinigung, die hat er gar nicht mehr erlebt, seine Studien über die Deutschen verfasst hat, wo er eben sagt, wenn man dieser Frage der Nation ausweicht und sie tabuisiert, dann erreicht man genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Nicht? Denn man muss sich dieser Frage stellen. Aber diese beiden Zitate, die wir da jetzt ausgetauscht haben, die sind so schön, weil sie wirklich
nicht ohne Aktualität sind, nicht? Weil wirklich der deutsche Nationalstaat so schief gelaufen ist und wir eigentlich erst seit 1949 eine wirklich, ja, darf man doch wohl aufs Ganze sagen, vorbildliche parlamentarische Demokratie haben, wo dann doch der Kulturstaat und die Staatsnationen einmal zusammenfallen könnten, wenigstens der Idee nach. Sie haben ein unglaublich gelehrtes Buch, das aus der Fülle der Vergangenheit schöpft, geschrieben und geraten damit natürlich in eine aktuelle politische Debatte. Ja. Hat Sie das überrascht oder haben Sie das gar intendiert, in diese politische Debatte etwas hineinzuwerfen? Also überrascht hat es mich nicht, intendiert ist es aber definitiv nicht. Denn das Buch, es ist ja die Summe eines gelehrten Lebens, darf ich wohl sagen. Sowas wächst natürlich in Jahrzehnten. Geschrieben habe ich es dann relativ schnell. Mhm. Aber ich hatte natürlich alles im Kopf und ich hatte auch schon manches in der Schublade. Aber so als Ganzes, das Buch ist wirklich, ist keine Sammlung von Einzelstudien, sondern es ist wirklich durchstrukturiert. Und, aber die Aktualität ist dem Buch gewissermaßen von außen zugewachsen. Und wie verhalten Sie sich nun in dieser Aktualität? Wenn einer heute sagt, was ist Deutsch, dann hört man ja mit, was gehört zu Deutschland? Ja, diese berühmte Frage, gehört der Islam zu Deutschland oder nicht? Er spielt da plötzlich mit rein. Ja, das spielt natürlich damit hinein und ich bin der Frage ja dann auch nicht ausgewichen. Es kommt ja auch vor in dem Schlusskapitel und in der Einleitung. Aber es war eigentlich nicht intendiert, aber je mehr ich merkte, wie aktuell auf einmal dieses Buch geworden ist, desto größer war natürlich mein missionarischer Eifer, weil ich mir gesagt habe, in unserer mehr und mehr der Bildung verlustig gehenden Zeit, wo man überhaupt nicht mehr wirklich Bescheid weiß über die deutsche Geistesgeschichte der letzten Jahrhunderte, immer konzentriert ist, wie das Kaninchen vor der Schlange auf diese Unglücksgeschichte der Jahrzehnte vor 1945. Da gehen einem auch die Argumente aus, mit denen man dem, was sich jetzt an den rechten Schmutzrändern unserer Gesellschaft anspielt, entgegnen kann. Ja, also das in diese Nähe kann man sie natürlich bösartigerweise bringen, indem man sagt, Höcke sagt, wir brauchen eine andere Erinnerungskultur. Was sagt Borchmeier? Ja, ich meine, das Schlimme ist, dass Herr Höcke ja nicht Unrecht hat. Nicht? Aber dass man ausgerechnet er das sagen darf, das finde ich ganz schlimm. Das müssten wir nämlich, wir müssten das alle sagen. Und die Erinnerungskultur ist gerade eben dieser deutsche Kosmopolitismus des 18. und vielfach noch des 19. Jahrhunderts, der enthält eigentlich alle Argumente, mit denen man jetzt einem Rechtspopulismus, wie man das heute nennt, begegnen kann. Aber man muss es halt kennen und diese Erinnerung daran aufrufen. An einer langfristigen Erinnerungskultur arbeitet eben mein Buch. Und aber Herr Höcke das auch sagt, heißt es natürlich nicht, dass ich ein Gesinnungsfreund von Herrn Höcke sehe. Ist klar, aber Beifall von der falschen Seite, das ist somit das Schlimmste in dem Zeitalter der politischen Korrektness. Ja, aber es ist eben schlimm, dass das müssen alle sagen und nicht Herr Höcke. Nicht? Es ist ja eine verheerende Dialektik steckt in diesem an sich Guten, dass der Deutsche sich nicht als Deutscher empfindet, sondern als Weltbürger von Haus aus. Denn darin steckt natürlich Überheblichkeit. Ja, sehr schnell wird daraus der Gedanke, anderen überlegen zu sein. Ja. Und das ist keine rechte Frage. Die Grünen, die Welt erlösen wollen, den Klimawandel ganz alleine hinkriegen wollen, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, ist kein Nazispruch. Das ist offenbar in uns drin. Ja, und deshalb sollten gerade, wenn sich die Grünen dann, die sollten dann mein Buch mal lesen, dann die große Gefahr, und das hat niemand so scharfsinnig analysiert,
kritisiert wie Thomas Mann, ist, dass gerade den Deutschen, wie er gesagt hat, immer wieder das Beste zum Bösen umschlägt. Weil nämlich in diesem Gefühl, wir sind verantwortlich für Übernationales, für Europa und für die Welt, das kann leicht umschlagen in Überheblichkeit. In Schulmeisterlichkeit. Ja, in Schulmeisterlichkeit. In Missionarisches. Genau. Und das ist eben die große Gefahr, die in allen, auch in den größten geistigen Erzeugnissen des 18. und 19. Jahrhunderts steckt. Heinrich Heine, der von einer Universalherrschaft Deutschlands schwärmte. Die ganze Welt soll deutsch werden. Nationalist Heine, was für ein Gedanke. Ja, er meinte natürlich eben nicht nationalistisch, das nicht nationalistisch, sondern dass die Deutschen aufgrund ihrer metapolitischen Selbstinterpretation, die er natürlich ableitet von Lessing, Goethe, Schiller, dass sie dadurch eben gerade eine Mission für Europa und für die Welt haben. Das ist also eben gerade nicht nationalistisch gemeint, aber das Gefährliche ist, dass eben ein solcher missionarischer Gedanke ins Gegenteil ummünzen kann, auch wenn Thomas Mann von Weltdeutschtum spricht. Ja. Nicht? Dann ist es irgendwann, kann man dann auch sagen, heute gehört uns Deutschland, morgen die ganze Welt. Das ist also diese Gefahr des Umschlags. Und die hat Thomas Mann so großartig analysiert. Ne? Das Grundproblem eben, weil Deutschland kein Nationalstaat war, ist, dass man nicht wirklich sagen kann, was ist deutsch. Deswegen haben die Deutschen sich immer definiert gegen das andere, gegen das Fremde, gegen das Welsche, gegen das Französische, gegen das Englische, die eine ganz andere Vorstellung von Freiheit hatten. Also nicht immer. Nicht immer, aber es ist immer gegen das andere. Ja, das ist die nationalistische Gefahr, die zum Beispiel Goethe natürlich völlig gemieden hat. Nicht? Goethe hatte auch dieses Überheblichkeitsdenken nicht. Für ihn war es klar, dass die Deutschen, siehe seine Idee der Weltliteratur, die Aufgabe haben jetzt, die Nationen zusammenzuführen. Und da haben sie ihre besondere Aufgabe, ihre besondere Funktion, das sagt Goethe ausdrücklich, aber es soll nicht so sein, dass sie sich jetzt den anderen Nationen überlegen fühlen. Also bei Goethe ist diese Gefahr vollkommen gemieden. Ja. Bei Schiller nicht so ganz, denn er hat dieses hochmerkwürdige Gedichtfragment Deutsche Größe geschrieben. Das ist ein Fragment, er hat es nicht zu Ende geführt, wahrscheinlich weil es ihm selbst unheimlich wurde dabei. Aber da steht schon darin, dass die Deutschen die Ernte der Zeit eintragen und so weiter. Dass die Deutschen, gerade weil sie jetzt eine so klägliche politische Rolle spielen, einmal wirklich ein neues Zeitalter der Aufklärung und Menschlichkeit herbeiführen und dass sie die Blüte Europas sind und so weiter. Da kommt diese Gefahr der Selbstüberhebung schon zum Ausdruck. Ne? Obwohl alle Goethe, Schiller, Wagner missbraucht worden sind später von den Nationalsozialisten. Von den schlimmen Nationalisten. Schon, aber Goethe ließ sich merkwürdig wenig missbrauchen. Aber interessant ist doch, dass in heutiger Zeit auch wieder diese frisch aufkeimenden nationalistischen Tendenzen gegen etwas gerichtet sind und in diesem Fall heute gegen die Globalisierung. Man sieht in der Nation ein Mittel gegen die Ängste, die durch die Globalisierung erzeugt werden. Ja, nun, ich glaube, es ist verfehlt, wenn man so tut, als ob das Nationale jetzt wirklich völlig überholt sei und wir nur noch global denken sollen. Es mag ja sehr schön sein, es ist eine Utopie, wie der ewige Frieden, eine Welt ohne Krieg, ist ja alles sehr schön. Das wollen wir ja auch alle, aber der Mensch ist nicht so. Und die in Jahrhunderten gewachsenen nationalen, mentalen Traditionen, die kann man nicht einfach als nicht existent betrachten. Wenn man das versucht, bewirkt es das Gegenteil. Dann kommen plötzlich die Geister oder Ungeister, die man verbannen möchte, von hinten heran. Und weil man keine Mittel hat, mit ihnen umzugehen,
bewirken sie das Schlimmste, nicht? Ja, aber wenn dann wieder vom Nationalstolz die Rede ist, das sind ja oft sehr einfache Gemüter, die besonders stolz auf ihre Identität, auf ihre Nation sind, dann muss man doch sagen, das ist der billigste Stolz. Dafür hat man ja nichts getan. Das ist ja ohne jedes Verdienst, wenn einer sagt, ich bin stolz darauf, ein Deutscher zu sein. Darüber hat sich übrigens Wagner in diesem Essay Was ist Deutsch schon sehr lustig gemacht, dass sich dann die Deutschen denken, weil aus ihren Reihen Goethe, Mozart, Schiller hervorgegangen sind, dass sie selbst Goethe und Mozart sind. Mhm. Darüber hat Wagner sich schon lustig gemacht. Das geht natürlich nicht. Aber Nationalstolz einfach zu verdammen, ja, das führt zu nichts. Ich meine, das hat gerade Norbert Elias gesagt in seinen Studien über die Deutschen, dass ein vernünftig regulierter Nationalstolz, das steckt einfach in allen Völkern drin, ob man es will oder nicht. Mhm. Und wenn man das nicht ernst nimmt und sagt, das ist Verbrechen an der Menschheit, dann erreicht man das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Ausgerechnet Wagner, den man für den nationalistischsten aller Komponisten hält und überhaupt Denker hält, von dem stammt der berühmte Spruch, eine Sache um ihrer selbst willen zu treiben, das sei deutsch. Ja, ja. Später hat man gesagt, um der Sache selbst willen zu übertreiben sei deutsch. Das ist aber schon eine Paraphrase von Wagner. Also mit dem Nationalisten Wagner... Wagner hatte gewiss schreckliche chauvinistische Instinkte, aber ein Nationalist im strengen Sinne war er nicht, weil er immer betont hat, dass das Deutsche metanational ist und dass es im Grunde nicht einmal eine deutsche Musik gibt, weil so eine deutsche Musik, wie es eine französische und eine italienische Musik gibt, weil die große Leistung der deutschen Musik die Verschmelzung der Nationalstile ist. Aber das ist doch das total Interessante, dass ausgerechnet die Sprache, die wirklich universal ist, nämlich die Musik, dass genau auf diesem Feld die Deutschen 200, 300 Jahre lang wirklich an der Spitze marschiert sind, von Bach bis Wagner. Ja. Das bis ist heute. Ich meine, zum Beispiel Daniel Barenboim sagt ja immer, die großen Sinfonieorchester der Welt sprechen Deutsch. Ja. Das ist ein sinnvoller Gedanke. Und zwar, weil Barenboim genau weiß, und das durch seine Beschäftigung mit Wagner ist ihm das ganz klar, dass die deutsche Musik sehr stark an den deutschen Sprachcharakter gebunden ist. Und dass von daher gesehen eben die Orchester Man kann Italienisch vielleicht leichter singen als Deutsch. Aber deswegen sind auch die Italiener in der Oper stärker. Die große Symphonik, das ist die absolute Deutsche. Musik. Ja, das ist das spezifisch Deutsche. Aber nochmal zurück zu dem wohl berühmtesten aller Wagner-Zitate, von dem die meisten Leute gar nicht wissen, dass es von Wagner stammt, nämlich Deutschsein heißt, abgekürzt, eine Sache um ihrer selbst willen tun. Dahinter steckt, das hat Wagner auch ausdrücklich gesagt, der Kantsche Gedanke der Autonomie des Ästhetischen. Nicht? Schön ist, was ohne Interesse und ohne Begriff gefällt. Und damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das, was wirklich deutsch ist, sich niemals funktionalisieren lässt. Auch nicht in einem nationalistischen Sinne. Erklärt auch die seltsame Aversion der Deutschen gegenüber der Politik. Ja. Ja, das ist natürlich die große Gefahr, der Thomas Mann eine Zeit lang ja auch erlegen ist, dass es heißt, dass das Deutsche, das ist das rein Geistige und darf sich von der Politik nicht beschmutzen lassen. Thomas Mann hat diesen Gedanken später durch die Erfahrungen des Dritten Reichs aufgegeben und hat gesagt, dass das so nicht, so weit nicht gehen darf, nicht? Und dass das Politische und das Geistige eine Einheit bilden müssen. Das ist die Gefahr, aber natürlich die große Erfolgsgeschichte der deutschen Universität bis zu Beginn des Dritten Reichs, die sich aber heute fortsetzt in der Rezeption der Humboldtschen Universitätsidee, zum Beispiel gerade in Amerika. Die deutsche Universität ist gewissermaßen die
institutionelle Verwirklichung dieses Wagnerschen Gedankens. Und genau dieses Erbe. Ne? Um seiner selbst willen. Und genau dieses Erbe werfen wir auf den Müll. Dieses Erbe werfen wir auf den Müll und das stimmt mich also wirklich furchtbar traurig. Ich habe ja ein großes Universitätskapitel in dem Buch, wo ich dann mit diesem sogenannten Bologna-Prozess doch ziemlich schonungslos umgehe und am Ende diesen wunderbaren Essay von Jacques Derrida, unbedingte Universität. Ja, da wäre mehr nationales Selbstbewusstsein notwendig. Ja, zu sagen, wir haben hier was Gutes, das ist zwar noch niemandem verbessert worden, warum halten wir nicht daran fest? Ja, genau, das ist auch meine Überzeugung. Ne? Und Adorno hat ja auch ein Essay geschrieben, Beantwortung der Frage, was ist Deutsch? Und das, der als Wagner-Experte wusste natürlich, dass das von Wagner stammt und sagt, dieser Satz hat zwar einen unangenehmen Beiklang, zeugt von einem gewissen kollektiven Narzissmus, Selbstbezogenheit und hat einen imperialistischen Oberton, sagt er. Aber trotzdem ist im Kern dieser Satz für ihn richtig und wichtig. Und er sagt, ich bin aus Amerika zurückgekehrt, weil ich den Eindruck hatte, dass in Deutschland wirklich das Geistige um des geistigen Willen betrieben wird und sich nicht vermarkten lässt und nicht in alle möglichen Nützlichkeitszwänge einbetten lässt. Das hat er ausdrücklich gesagt. Nicht? Also das Schillernde dieses Wortes, diese Definition des Deutschen durch Wagner, Das ist nicht zu leugnen, aber schillern heißt eben, dass es auch ein Gutes und ein Richtiges hat. Ne? Ja. Nun gibt es so viel Schönes am deutschen Nationalitätsbegriff, am Nationenbegriff. Und trotzdem hat kein Land diesen Nationalismus schlimmer übertrieben und die Welt damit auch in Unglück gestürzt als die Deutschen. Ist das etwas, was tot ist, nie wiederkommt? Oder ist dieser Schoß noch fruchtbar, wie man... Ja, wie Brecht, nicht? Ja. Das gesagt hat, der Schoß ist fruchtbar noch, dieser schreckliche Schoß. Ne? Ja, das ist natürlich eine große Frage. Und da möchte ich doch gerade auf die Rolle des deutschen Judentums verweisen, die ja eine ganz zentrale Rolle in meinem Buch spielt. Die deutschen Juden waren es ja gerade, die sich mit der deutschen Kultur so identifizierten und zwar nicht mit ihrer nationalistischen Seite, sondern eben mit diesem Weltdeutschtum. Nicht? Und sie sagten, wir können auf eine viel glaubwürdigere Weise Deutsche sein, als wir als Juden, Franzosen oder Engländer sind, nicht? Weil eben das Deutschsein mehr ist als bloße Nationalität. Nicht? Aber ein sehr einseitiger Gedanke. Diese Einseitigkeit haben die Juden ja auch mit ihrem Leben bezahlt. Millionen von ihnen. Also Einseitigkeit, ich muss gestehen, ich kann einfach aufgrund meiner unglaublich intensiven Beschäftigung mit dieser Tradition des deutschen Judentums und gerade mit den vielen Begriffsbestimmungen des Deutschen von jüdischer Seite bis hin zu dem grandiosen, gigantischen Buchfragment von Erich von Kahler, dem Freund von Thomas Mann, emigrierten Juden, der deutsche Charakter in der europäischen Geschichte, da sehe ich mich außerstande und da denke ich ganz wie Martin Walser, zu sagen, das alles war ein Irrtum, das war eine Fehlkalkulation. Ich glaube, das stimmt nicht. Der wirkliche, reale Ablauf der Geschichte, der schreckliche, kann nicht einfach die großartigen Gedanken, die da von deutschen Juden geäußert sind, falsifizieren. Es ist so, wir müssen die wieder wachrufen. Ja. Wir müssen das wieder wachrufen. Nicht? Und das, was in mit und in Auschwitz gescheitert ist, wieder hervorrufen und in unser Bewusstsein mit einbringen. Nicht? Das ist meine Überzeugung. Und Martin Walser hat ja immer diese Hoffnung ausgedrückt, dass wir doch mal einen Moment gedanklich Auschwitz weglassen und wieder anknüpfen an das, was vorher war, um es in die Zukunft zu retten. Aber damit machen Sie sich jetzt schon angreifbar, wenn Sie sagen, man müsse Auschwitz ausklammern. Ja, das ist bei Walser ja total missverstanden worden. Nicht? Das heißt ja eben gerade nicht, dass man Auschwitz verleugnen will. Nicht? Und Walser hat ja zwei Essays geschrieben, unser Auschwitz und dann noch einen späteren Auschwitz-Essay. Das ist ja eben gerade nicht die Absicht. Nicht? Man will gewissermaßen Auschwitz
widerlegen, ja, durch die Anknüpfung an diese großen Kulturgedanken des deutschen Judentums, nicht? Um die zu retten. Und man tut dem deutschen Juden Unrecht, wenn man sagt, das ist aber alles nur ein Irrtum. Nicht? Sie zitieren immer andere von Goethe bis Walser, das ja, ist auch in Ordnung, das ja, ist ja Ihr Job. Ja, ja. Aber verstecken Sie sich dahinter auch oder identifizieren Sie sich auch mit diesem? Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich bin nun mal ein, wie Sie so schön gesagt haben, ein Gelehrter. Und ich sage nur das, was ich belegen kann. Ich muss für alle, jede Ansicht, die ich vertrete, brauche ich Referenzen. Und zwar, und die trage ich vor in Form von Zitaten und in Referaten der Schriften, mit denen ich mich befasse. Dass natürlich aus diesem Mosaik der Zitate und Referenzen dann meine eigene Ansicht hervorgeht und dass ich die auch immer wieder expliziere in meinen Analysen, das ist ganz klar. Wo ich geistig stehe, ist doch ganz klar, das verschweige ich nicht, obwohl ich mich ab und zu auch mal eulenspiegelhaft hinter den Zitaten verstecke. Aber man merkt ganz genau, so denkt der Borchmeier auch. Ich muss gestehen, ich bin ein Manomane und ich bin ein Schüler von Thomas Mann. Und Thomas Mann hat es so wunderbar gesagt im Vorwort zu seinen Betrachtungen des Unpolitischen, dass der ein wirklich guter Autor nicht redet, sondern reden lässt. Mhm. Für den Dichter ist das selbstverständlich, ja. Aber auch seinen Essay hat er in dieser Weise, die Betrachtung des Unpolitischen, als eine Art Kunstwerk aufgefasst, wo er eben Zitate bringt und reden lässt. Aber man merkt ganz genau doch, entweder direkt oder indirekt, wo Thomas Mann steht. Ja. Und das ist bei mir auch der Fall. Also wenn man mir vorgehalten hat von oberflächlichen Lesern, der Borchmeier zitiert ewig und referiert ewig andere, und wo ist er selbst? Naja, also dann hat man nicht genau gelesen, wo ich selbst bin, ja. Das weiß man schon, aber das muss, meine Ansichten kommen durch das Mosaik des Zitierten und Referierten zutage. Trotzdem nochmal die letzte Frage genau dazu. Was ist Deutsch? Haben Sie auf 1000 Seiten beantwortet. Mhm. Könnten Sie es auch in einem Satz beantworten? Nein. Und das soll auch nicht. Da bin ich Schüler Nietzsches, auch einer meiner Lehrmeister, der gesagt hat, die Frage, was ist Deutsch, muss immer implizieren, was ist jetzt Deutsch. Mhm. Und es gibt keine überzeitliche Wesensbestimmung des Deutschen. Deshalb habe ich ja eben auch dieses Kapitel Phänomenologie des Deutschen verfasst, mit dem Ablauf der verschiedenen Definitionen. Man kann immer sagen, was Madame de Stael und was Goethe, was Erich von Kahler und Bogumil Gollsen über das Wesen des Deutschen gedacht haben. Manches davon ist bis heute gültig geblieben, manches ist aber auch verschwunden. Nicht? Der Wissenschaftstheoretiker und Philosoph Kurt Hübner, den ich im Film sehr verpflichtet bin, der hat gesagt, das Nationale ist gewissermaßen eine Systemmenge. Und in der Systemmenge, wenn sie fortwirkt, fällt manches heraus, manches kommt neu hinzu. Es ist eine flexible Systemmenge und eine wirklich klipp und klare Definition des Deutschen kann und soll es nicht geben, sonst zementiert man eine bestimmte Definition. Und Nietzsche hat sehr schön gesagt, Deutsch sein muss auch immer heißen, sich entdeutschen. Das heißt, bestimmte Dinge über Bord werfen und überwinden. Nicht? Stimmen Sie da Nietzsche zu? Deutsch sein heißt, gut Deutsch sein heißt, sich entdeutschen? Ja, dem stimme ich nicht so total, wie es vielleicht nicht so radikal, wie es vielleicht Nietzsche gemeint hat, zu. Aber ich stimme ihm zu, dass der Begriff des Deutschen muss flexibel bleiben. Und ich habe ja so ein allegorisch die Uta von Naumburg mit ihrem rätselhaften Transzendent. Diese Glück, schöne Frau. Diese wunderschöne Frau, und ich liebe diese Plastik ungemein. Und habe das so allegorisch bezogen auf meine Ansicht vom Deutschen, nicht, dass sie in die Ferne blickt und immer auf der Suche ist. Auf der Suche nach einer Identität. Und zeitlos schön. Und zeitlos sie könnte heute noch
Deutschlands Next Topmodel werden. Ja, ja, wirklich, wirklich. Ja, ja. Umberto Eco hat ja gesagt, eine Frau in der Geschichte, mit der er so gerne mal Kaffee trinken würde, das wäre Uta von Naumburg. Ja, ja, ja. Das würde ich auch gern. Ein schöner Schluss. Vielen Dank, Herr Beutmeier. Schön, ich danke Ihnen, Herr Alles.